Mindestens drei Verdächtige, aber noch keine Klarheit. Die Behörden ermitteln weiter wegen der Übergriffe an Silvester. Demonstration der Stärke. Nordkorea verkündet den ersten erfolgreichen Test einer Wasserstoffbombe. Dreigeteiltes Deutschland, im Norden Winterzauber, in der Mitte gefährliches Glatteis und im Süden milde Temperaturen. Die Nachrichten des Tages, heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen bei den Heute Nachrichten. An meiner Seite Rudi Zahne für den Sport. Sehr gerne, in einer Viertelstunde. Guten Abend. Warum hat die Kölner Polizei in der Silvesternacht nicht verhindern können, dass offenbar zahlreiche Frauen sexuell belästigt und beraubt worden sind? Inzwischen gibt es über 100 Anzeigen, zwei davon wegen Vergewaltigung. Die Ermittler haben mindestens drei verdächtige Männer im Visier. Details gibt es keine. Die Beweisführung sei schwierig, heißt es. Dominik Müller-Russell. Heute Nachmittag wieder Großeinsatz der Kölner Polizei vor dem Hauptbahnhof. Diesmal wegen Kundgebungen rechter und linker Gruppierungen. Eine Folge der Silvesternacht. Die Politik sichtbar bemüht, erste Erfolge zu präsentieren. Wir haben drei Tatverdächtige ermittelt. Näheres kann ich zu diesen Tatverdächtigen noch nicht sagen, weil es noch keine Festnahmen gegeben hat. Da bitte ich um Verständnis. Aber die Polizei in Köln muss jetzt alles, was an Informationen und Hinweisen und Videomaterial zur Verfügung steht, konsequent auswerten. Und sie muss sich rechtfertigen. Der Bundesinnenminister übt gestern in der ARD massive Kritik am Kölner Polizeieinsatz. Heute allerdings geht er auf die Verantwortlichen zu. Ich habe heute Morgen mit dem Kollegen Jäger telefoniert und wir sind uns einig, dass wir jetzt mit Nachdruck die Taktik, das Verhalten aller Beteiligten aufklären. Augenzeugen berichten, die Polizei habe in der unübersichtlichen Situation vor dem Hauptbahnhof hilflos und überfordert gewirkt. Was mich am meisten schockiert hat, war die Tatsache, dass sie die Menschen, die da so aggressiv waren, die von 8 Zeugen benannt wurden, nicht abführen konnten, weil keine Gefangenentransporte da waren. Und die einfach freilassen müssten und die dann vor das Auto gestanden sind, Fuck the Police geschrien haben und auf die Scheibe gespuckt haben. Die Polizei räumt ein, von den Dimensionen der Übergriffe überrascht gewesen zu sein. Doch sie wehrt sich gegen Vorwürfe. Es gibt Personalmängel, insbesondere bei der Bundespolizei. Deshalb wundert mich die Kritik von Thomas de Maizière doppelt. Denn die Bundespolizei gerade am Kölner Hauptbahnhof ist seit Monaten eklatant geschwächt. Der Polizeiführer, der vor Ort war, hat Kräfte zusammengezogen und hat ein Konzept, ein Präsenzkonzept gemacht, hat Frauen darauf hingewiesen, welche Situation da war, hat ihnen Wege gewiesen, wo sie sicherer waren. Auch in Hamburg gehen mittlerweile immer mehr Anzeigen wegen sexueller Übergriffe in der Silvesternacht ein. Die Polizei fahndet nun nicht nur nach Tätern, sondern versucht auch zu klären, warum die Lage so außer Kontrolle geraten konnte. 6 Tage ist das Ganze jetzt her, Ralf Goldmann in Köln. Aber die Hintergründe sind ja nach wie vor völlig unklar, oder? Ja, also tatsächlich hat die Polizei bisher noch nichts Greifbares. Sie ist gerade dabei, immer noch die Videoaufnahmen aus den Überwachungskameras auszuwerten. Und die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen organisierter Kriminalität. Der Druck auf die Behörden wird unterdessen immer größer. Der Landesinnenminister hat die Behörden aufgefordert, noch diese Woche einen detaillierten Bericht vorzulegen. Man sei es den Opfern schuldig, dass detailliert geklärt wird, wann, wie viele Polizisten wo unterwegs waren und wie die Lage dann am Ende so eskalieren konnte. Der Landesinnenminister hat aber auch die Bundespolizei ausdrücklich mit eingeschlossen, denn die ist im Bahnhof und in den Zügen zuständig. Und auch dort hat es ja in der Silvesternacht noch massive Übergriffe gegeben, auch auf der Heimreise, als viele Frauen dann sich wieder auf den Heimweg gemacht haben. Am Montag soll das Thema hier im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags beraten werden. Dann erhoffen wir uns mehr Antworten auf viele, viele offene Fragen. Absolut. Danke nach Köln, Ralf Goldmann. Guten Abend. Noch immer ist der Bahnhofsvorplatz von Köln Brennpunkt der Debatte. Was beweist das, was dort am Silvesterabend geschah? Dass die deutsche Willkommenskultur scheitert? Oder nur, dass die Polizei versagte? Die übereinstimmenden Berichte der Opfer und Anzeigenerstatter sprechen immer noch von Tätern mit nordafrikanischem oder arabischem Aussehen, meist der deutschen Sprache nicht mächtig. Ihre Taten geprägt von sexuell aufgeladener Gewalttätigkeit. Da enden bisher die Gewissheiten, was die politische Debatte nicht bremst. Dorte Färber.
An diesem Abend ist viel Polizei zu sehen am Kölner Hauptbahnhof. Es scheint, als wolle man nun zeigen, der Ort ist sicher. 6 Tage, nachdem sich hier Szenen abspielten, bei denen die Polizei nicht für Sicherheit sorgte. Diese Freunde wurden Silvester bestohlen. Die Polizei war ihnen wenig hilfreich. Ein Mädchen stand total unter Schock, völlig am Zittern. Und die Polizei? Und die Polizei hat einfach nichts gemacht. Dann haben wir halt nochmal gesagt, dass man rausgehen sollte, weil die komplette Gruppe, die da außen vor dem Bahnhof ist, klaut, Mädchen begrapscht, sexuell belästigt, massiv angeht. Da wurde dann gesagt, das wäre bekannt, aber man könnte da nichts machen. Die Kölner Polizei und auch die Bundespolizei, die den Bahnhof innen sichern sollte, sie stehen nach dieser Silvesternacht unter massivem Druck. Die politisch Verantwortlichen genauso, und zwar spürbar. Erst kritisiert der Bundesinnenminister gestern öffentlich die Kölner Polizei. Er selbst kann heute kaum Ermittlungsergebnisse präsentieren. Wir haben noch kein klares Lagebild zu Köln, was die Täterschaft angeht. Immerhin, bis zum Abend sprechen die Behörden von insgesamt 4 Tatverdächtigen. Und NRW-Innenminister Jäger stellt sich hinter den Kölner Polizeipräsidenten. Vorläufig jedenfalls. Es geht jetzt doch nicht um Personen, sondern es geht um eine ganze Behörde, die darlegen muss, warum Frauen so angegangen wurden und so massiv und so in ihrer Vielzahl angegangen wurden. Und die Polizeibehörde in Köln hat akribisch aufzuklären, was, wann, wo geschah. Die Kölner Polizei muss sich erneut rechtfertigen, so wie schon im Oktober 2014, als eine Demonstration der Hooligans gegen Salafisten in einer Straßenschlacht endete. Damals wie heute das Argument, die Lage sei nicht vorherzusehen gewesen. Es ging ja nicht um eine Fehleinschätzung. Es hat dieses Phänomen erstmalig in Deutschland gegeben. Und zwar nicht nur in Köln, sondern in vielen Städten in Deutschland hat es dieses Phänomen gegeben. Was aber ist das genau für ein Phänomen? Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt auch wegen organisierter Kriminalität. 150 Anzeigen gibt es hier. In Hamburg sind es mehr als 50, darunter viele wegen sexueller Übergriffe. Die Polizeigewerkschaft ist da nachdenklich. Die Polizei ist eine ausgesprochen selbstkritische Organisation. Wir stellen uns auch die Fragen, wo es Optimierungspotenziale gibt. Das machen wir aber in der Regel nicht öffentlich. Bis Ende der Woche wird der Bericht der Kölner Polizei erwartet. Heute gibt es erstmal mehr Fragen als Antworten. Nun wird gefordert, was nach solch spektakulären Straftaten immer gefordert wird, die volle Härte des Gesetzes. Das tönt immer kraftvoll und richtig. Wer will denn etwas sagen gegen die Durchsetzung des Rechts? Diesmal haben viele, die das fordern, ein klares Ziel im Blick. Flüchtlinge. Jedenfalls Ausländer, die Gastrecht genießen in Deutschland. Wer dermaßen gegen Recht und Ordnung der Gastgeber verstößt, solle nicht bleiben dürfen. Was wie selbstverständlich klingt, geht aber nach Lage der Gesetze nicht. Jedenfalls nicht so einfach. Unsere Rechtsexperten Sarah Tacke und Joachim Pohl haben das geklärt. Andreas Scheuer, Generalsekretär der CSU. Wenn Asylbewerber oder Flüchtlinge solche Übergriffe begehen, ist das ein eklatanter Missbrauch des Gastrechts und kann nur ein sofortiges Ende des Aufenthalts in Deutschland zur Folge haben. Ein sofortiges Ende des Aufenthalts? Das gibt es gar nicht. Abschiebung, ja, die gibt es natürlich immer wieder. Doch bis dahin ist es immer auch ein langer Weg. Über Ermittlungsverfahren, Gerichtsprozesse, Behördenentscheidungen. Und selbst wenn sich nach Monaten oder Jahren alle einig sind, dass jemand abgeschoben werden muss, bleibt er oft im Land, weiß Pauline Endres de Oliveira. Sie vertritt Asylbewerber vor Gericht. In der Praxis kann eine Abschiebung an zahlreichen Gründen scheitern. Oft scheitert sie beispielsweise, weil die Personen keinen Pass haben und weil man es tatsächlich nicht schafft, die Person zurückzuüberstellen. Wenn man die Täter der Kölner Silvesternacht also nicht ohne weiteres abschieben kann, dann soll wenigstens diese Parole helfen. Angela Merkel, Bundeskanzlerin, mit der ganzen Härte des Rechtsstaats auf die Übergriffe reagieren. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, denn die volle Härte des Rechtsstaats trifft grundsätzlich jeden, der eine Straftat begeht, egal woher er kommt. Raub, schwere Körperverletzung, sexuelle Nötigung. Was auch immer davon in der Silvesternacht verbrochen wurde, dafür gibt es mindestens 1 Jahr Gefängnis. Unser Rechtsstaat ist gerüstet, auch für schwierige Zeiten. Ich sehe im Augenblick den Mangel, diese Vorschriften tatsächlich zu erkennen, anzuwenden und auch zu vollstrecken. Das ist der Hauptmangel. Das kostet Geld, das kostet Personal, aber das muss uns unsere Sicherheit auch wert sein. Doch statt Geld und Personal will der Bundesinnenminister wieder an den Gesetzen schrauben. Thomas de Maizière, Bundesinnenminister.
In Deutschland gilt die Regel, dass sich eine Straftat erst ab 3 Jahren auf das Asylverfahren auswirkt. Wir werden darüber reden müssen, ob das nicht geändert werden muss. Der Bundesinnenminister ahnt wahrscheinlich, dass wohl keiner der Täter aus der Kölner Silvesternacht zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt wird und die Taten dadurch kaum zu Abschiebungen führen werden. Allerdings wird er das geltende Recht gerade in diesem Punkt schwerlich ändern können. Wenn man darüber nachdenkt, diese Grenze herabzusetzen, dann könnte es sein, dass so eine Herabsetzung gegen die Grundsätze der Genfer Flüchtlingskonvention verstoßen würde. Artikel 30 GFK, Paragraf 177 StGB, Gesetze, Regeln, Vorschriften, daran fehlt es nicht. Doch so einfache Lösungen, wie Politiker sie beschwören, die stehen nirgends im Gesetz. 2015 haben sich wohl weniger als 1 Million Flüchtlinge in Deutschland niedergelassen. Bundesinnenminister de Maizière hat heute verkündet, wenn diejenigen abgezogen werden, die weiter reisten oder doppelt gezählt wurden, wird die Million in diesem Jahr noch unterschritten. Er weiß nur noch nicht, um wie viel. Das ändert aber nichts daran, dass dieses Thema weiter die Debatte beherrscht, auch in Wittbad Kreuth, wo die CSU in abgeschiedener Bergwelt tagt. Auch inhaltlich in einsamer Alleinstellung. Jedenfalls bei 3 Forderungen, die Horst Seehofer zuletzt aufstellte. Erstens, ohne gültige Papiere keine Einreise. Zweitens, jeder Flüchtling muss ein Integrationsversprechen unterschreiben. Und drittens dürfen jedenfalls nicht mehr als 200.000 überhaupt rein. Eine Zahl, die er allerdings heute schon nicht mehr in den Mund nimmt. Das hören wir gleich im Gespräch. Erst der Kreuth-Bericht von Jürgen Bollmann. Ein großer Auftritt, die Bundeskanzlerin kommt. Gewollt oder ungewollt eine Machtdemonstration. Der erste Besuch eines deutschen Regierungschefs bei einer CSU-Klausur in Wildbad Kreuth. Die Schwesterparteien suchen Nähe in schwierigen Zeiten. Demonstratives Selbstbewusstsein bei der Kanzlerin. Natürlich ist es etwas ganz Besonderes, dass ich nicht nur die erste Bundeskanzlerin bin, sondern auch der erste Bundeskanzler, der hier in Kreuth zu einer Klausurtagung der Landesgruppe der CSU kommen kann. Doch in der Sache klare Abgrenzung. Die Kanzlerin kommt nach Kreuth, aber der CSU kaum entgegen. Es gibt einige unterschiedliche Positionen, aber das wird sich auch heute in der Diskussion wahrscheinlich nicht ändern. Wenige Stunden zuvor ein genauso selbstbewusster CSU-Chef. Wenn wir uns ehrlich machen, in aller Sachlichkeit, in aller Ruhe, bleibe ich bei meiner Forderung, dass wir im Jahre 2016 eine Wende in der Flüchtlingspolitik und zwar aller Facetten brauchen. Die CSU erhöht den Druck auf die Kanzlerin, in Europa eine Lösung zu finden, die Außengrenzen zu sichern und eine angemessene Verteilung der Flüchtlinge in der EU und das sehr rasch. Wenn europäische und internationale Maßnahmen nicht in den nächsten Wochen bis zum Frühjahr umgesetzt werden, glaubhaft umgesetzt werden, dann müssen nationale Aktivitäten gemacht werden. Doch Merkel hält Stand, auch der gesamten CSU-Bundestagsfraktion. Von einer Einigung sind die beiden Schwesterparteien weit entfernt, sagt Seehofer am Abend. Wie schwierig eine Einigung in Europa ist, dafür steht auch der britische Premierminister. David Cameron, heute Abend Gast in Wildbad Kreuth. Denn ihn und die CSU verbinden viele politische Ansichten, vor allem was die Begrenzung der Zuwanderung nach Europa angeht. Guten Abend, Herr Seehofer. Guten Abend, Herr Kleber. Haben Sie der Kanzlerin erklären können, was Ihre Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen praktisch bedeuten soll? Ja, natürlich haben wir das erklärt, aber auch viele Abgeordnete haben da ihre Sorgen geäußert. Und es konnte aber nicht erwartet werden, dass wir jetzt in 1 oder 2 Stunden hier in Kreuth plötzlich einen völligen Konsens haben. Aber es war ein vernünftiges Gespräch, es war ein kollegiales Gespräch, wie es unter Schwestern CDU und CSU auch notwendig ist. Also wir werden weiter unser Ziel verfolgen. Uns bestärkt die Haltung der Bevölkerung, uns bestärkt die tägliche Flüchtlingszahl, die wir hier in Bayern erleben. Und wenn das so weitergeht, wie wir es erleben, hätten wir in diesem Jahr noch mehr Flüchtlinge als im letzten Jahr. Nun stehen Sie in dieser Frage allein gegen CDU und SPD in der Großen Koalition. Wie gesund ist das zwischen Schwesterparteien?
Ach, das erleben wir fast pausenlos, Herr Kleber, dass alles zunächst mit Ablehnung beginnt und irgendwann sind wir dann zu einer gemeinsamen Lösung gekommen. Wenn die Diskussion vernünftig läuft, ohne persönliche Verletzungen, dann ist dies aus meiner Sicht eigentlich ein normaler Prozess in einer Demokratie. Alle reden immer davon, dass man debattieren soll, selbst unser Bundespräsident vor einiger Zeit zu diesem Thema. Und wenn es dann stattfindet, ist es plötzlich ein Sakrileg. Also dann wir machen das verantwortlich, aber wir müssen es lösen, das Problem. Dann versuche ich zu verstehen. 200.000, 220.000 sagen wir sind im Land. Der 220.000 und Erste kommt mit seiner Familie an die österreichisch-deutsche Grenze. Und dann wird er heimgeschickt, weil voll ist. Herr Kleber, seien Sie mir nicht böse, das ist aber so eine typische deutsche Diskussion, die wir führen. Die gleiche Frage stellt sich bei den Kontingenten, die auf europäischer Ebene vereinbart werden sollen, die aber niemand im Moment sieht. Also Kontingente, wie viele Flüchtlinge soll ein Land in Europa übernehmen? Die gleiche Frage stellt sich bei dem CDU-Beschluss, spürbare Reduzierung der Flüchtlinge. Auch da muss eine Zahl genannt werden. Und meine Lebenserfahrung sagt mir, dass wir dann für die Fälle, die wirklich noch Schicksale sind und jenseits von solchen politisch festgelegten Kontingenten kommen, immer noch eine Lösung gefunden hat. Uns geht es darum, dass wir diese massenhafte Zuwanderung, die ja vor allem nach Deutschland stattfindet, dass wir die spürbar reduzieren. Bayern war noch nie für eine Abschottung. Wir sind für Maß und Mitte, dass in der richtigen Zeit eine richtige Zahl von Flüchtlingen hierher kommen kann. Nun haben Sie die Zahl 200.000 in den Raum gestellt. Ja. Diese Zahl scheint unerreichbar. Jetzt heißt es, eine spürbare Reduzierung soll notwendig sein. Dieses Jahr haben wir gelernt, es ist knapp 1 Million. Eine Reduzierung auf 500.000 wäre ganz sicher spürbar. Das wäre dann also auch in Ordnung? Ja, Herr Kleber, die spürbare Senkung der Flüchtlingszahlen hat die CDU beschlossen, ohne eine Zahl zu nennen. Mhm. Ich habe jetzt für meine Partei und für den Freistaat Bayern mal diese Zahl in den Raum gestellt. Darüber wird jetzt debattiert. Wie gesagt, es ist eine vernünftige Debatte ohne persönliche Verletzungen. Aber sie darf die Lösung des Problems nicht verhindern. Wir können nicht endlos debattieren. Und was jetzt bei dieser Debatte oft übersehen wird, solche Kontingente setzen natürlich voraus, dass es Solidarität in Europa gibt. Nicht, dass in der Hauptsache die Deutschen die Flüchtlinge aufnehmen, sondern dass Solidarität in ganz Europa herrscht. Das scheint sehr schwierig zu sein. Alle Mitgliedsländer. Ja, ja. Ja. Und was das hätte die Kanzlerin da in der Hand, um sich durchzusetzen in dieser Frage? Ja, sie verhandelt. Sie hat uns das heute noch mal dargelegt, welche Verhandlungen sie führt mit der Türkei, mit dem Europäischen Rat. Diese internationalen Verhandlungen unterstützen wir auch. Nur wir glauben, dass neben diesen internationalen Verhandlungen auch nationale Anstrengungen zusätzlich erforderlich sind. Also solange in Europa die Außengrenzen nicht kontrolliert werden, Herr Kleber, die Binnengrenzen ernsthaft auch nicht kontrolliert werden, dann haben wir ein Sicherheitsproblem gegenüber der Bevölkerung. Denn Schengen und die Kontrolle von Außengrenzen war mit dem Versprechen verbunden, macht euch keine Sorgen, Europa kontrolliert die Grenzen im Außenbereich. Deshalb brauchen wir keine Kontrolle mehr der Binnengrenzen. Wenn aber jetzt das eine nicht erfolgt und das andere auch nicht, dann können wir nicht ruhigen Gewissens der Bevölkerung sagen, wir haben ein Thema im Griff. Bis dahin schlagen Sie vor, dass Flüchtlinge, die ohne Papiere an die deutsche Grenze kommen, abgewiesen werden. Also wenn eine Familie aus ihrem zerbombten Haus in Homs oder Aleppo kommt und ihre Papiere nicht dabei hat, dann schickt man sie in Rosenheim in Zukunft wieder zurück. Ja, aber es gibt den weitaus häufigeren Fall, dass Papiere nicht mitgeführt werden, um die eigene Identität zu verschleiern. Woher soll der Grenzer sehen, woran das liegt? Ja, ein Rechtsstaat muss doch noch funktionieren. Es ist übrigens heute auch schon im Recht geregelt, dass jemand, der sich in Deutschland ohne Ausweismöglichkeit aufhält, zunächst einmal von der Polizei festgesetzt wird, um seine Identität festzustellen. Der darf aber dann um Asyl fragen und ist nicht strafbar dann in dem Moment. Ja, wir müssen dann schon noch uns verständigen, wollen wir in Europa und in Deutschland wieder Recht und Ordnung herstellen?
Oder lassen wir es so weiterlaufen wie jetzt? Die Außengrenzen werden unzureichend kontrolliert. Die Kontrolle an der bayerisch-österreichischen Grenze findet zwar statt, aber nicht in dem Hinblick, dass man zurückweist. Oder wollen wir wieder Ordnung herstellen in Europa? Das ist doch die Frage. Ich muss mich als bayerischer Ministerpräsident ständig rechtfertigen, weil ich für die Einführung, Wiedereinführung von Recht und Ordnung bin. Das ist doch noch eine Selbstverständlichkeit in einem Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland. Wir müssen wissen, wer bei uns einreist und wer sich in Deutschland aufhält. Das ist ein Mindestmaß an staatlichem Erfordernis. Notfalls müsste dann die bayerische Landespolizei die Grenzen sicherstellen, wenn die Bundespolizei wie im Moment das alleine nicht schafft? Ja, das haben wir angeboten. Das wäre rechtlich möglich. Wir wollen ja gar nicht die Bundespolizei, zu der wir Vertrauen haben, jetzt verdrängen. Aber viele Grenzübergänge werden überhaupt nicht kontrolliert. Und natürlich wissen dann die Flüchtlinge, wenn ich auf dem Grenzübergang A nicht durchkomme, gehe ich nach B. Die Kommunikationsmittel der modernen Technologien bringen Informationen für die Flüchtlinge in Minuten weiter. Und deshalb sind wir bereit, als bayerische Polizei die Grenzkontrollen zu unterstützen. Mir ist völlig unerklärlich, wieso die Bundesregierung dieses Angebot des Freistaats Bayern ablehnt. Wir wollen da dem Bund nicht in seine Politik pfuschen. Wir wollen den Polizeibeamten helfen, denn die Sicherheit beginnt an der Grenze. Herr Seehofer, ich würde gerne noch viel Praktisches mit Ihnen besprechen. Wir dürfen nicht. Die Zeit rennt weg. Danke, einen schönen Abend. Schade. Schönen Abend Ihnen auch. Das Gespräch haben wir etwa um 20 Uhr so geführt zwischen Angela Merkel und David Cameron. Nordkorea behauptet heute Morgen erfolgreich, eine Wasserstoffatombombe gezündet zu haben. Heute Abend erklärt das Weiße Haus, dass das US-Militär mit seinen Messstationen in Asien nicht den Eindruck hat, dass das stimmt. Wasserstoffbomben sind sehr viel schwieriger zu bauen und zu zünden, aber wenn es gelingt, haben sie eine zigfach höhere Sprengkraft als die eher simplen Bomben, mit denen Nordkorea bisher die Welt erschreckt. So oder so ist es aber keine gute Nachricht, dass Diktator Kim auf die Entwicklung immer stärkerer Atomwaffen setzt. Thomas Reichert ist für uns in Peking. Es beginnt am Morgen in Labors, die merkwürdige Erdstöße messen. Und es wird daraus ein Beben, das die ganze Welt erschüttert. Nordkorea zündet in der Nähe seines Testgeländes unterirdisch eine Atombombe. Der vierte Test seit 2006. Diesmal, so behauptet das Regime im Staatsfernsehen, eine Wasserstoffbombe. Wir werden unser Atomprogramm nicht aufgeben, solange die USA weiter eine bösartige Politik der Aggression gegenüber Nordkorea verfolgen. Vor den Kameras gibt es dafür, wie bestellt, Applaus. Eine Wasserstoffbombe zu besitzen, ist genau richtig. Es ist das legitime Recht eines souveränen Staates. Da braucht sich niemand zu beschweren. Für eine Wasserstoffbombe aber, so Experten, sei die Explosion nicht stark genug gewesen. Das Ziel aber, das Diktator Kim Jong-un mit dem Test verfolgt, ist beunruhigend genug. Seit Jahren arbeitet Nordkorea daran, Nuklearsprengköpfe so zu verkleinern, dass sie auf Interkontinentalraketen passen. Das Regime wäre damit unangreifbar, eine weltweite Bedrohung. Pyongyang testet dazu nicht nur Sprengsätze, sondern auch Raketen. In beiden Bereichen hat Nordkorea offensichtliche Erfolge erzielt. Im September 2015 ist ein weiterer Raketentest angekündigt worden. Der ist bis jetzt noch nicht erfolgt, sollte aber das nächste Ereignis in dieser Kette sein. Es wäre Kims nächste Eskalation. In Berlin bestellt die Bundesregierung heute Pyongyangs Botschafter ein. Es herrscht drinnen wie draußen Eiszeit. Sogar mit Nordkoreas alten Verbündeten China. Wir fordern Nordkorea dringend auf, sich an seine Verpflichtungen zur nuklearen Abrüstung zu halten und die Situation nicht zu verschärfen. Tatsächlich hätte Peking den Schlüssel zur Eindämmung Nordkoreas. Auf der wirtschaftlichen Ebene hat China großen Einfluss. 80-90% des nordkoreanischen Handels hängen an China. Wenn China da durchgreift, dann hat das große Auswirkungen auf Nordkorea. Die Frage ist, ob Peking den politischen Willen dazu hat. Bislang hatte Peking den nicht und ließ stattdessen eigene Politbüromitglieder Händchen halten mit Diktator Kim. Nach dem heutigen Beben aber könnte sich das ändern.
Zurück nach Deutschland. Welche Partei spricht hier zurzeit für die Menschen, die sich fragen, ob die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel tatsächlich so alternativlos ist, wie sie sagt? Die im Bundestag vertretenen Parteien, auch die Opposition, stehen ja grundsätzlich hinter der Kanzlerin. Solche brachliegenden Felder locken andere Anbieter an. Daran ist die AfD gewachsen. Da sucht aber auch die FDP Wähler für das nächste Mal. Das macht diese beiden Parteien nun wirklich nicht gleich. Beide würden sich gegen solchen Verdacht zu Recht entschieden wehren. Aber in dieser einen wesentlichen Frage werden AfD und FDP zu direkten Konkurrenten. Hilke Petersen berichtet, dass es am Dreikönigstag heute in Stuttgart, der traditionell der FDP gehört, plötzlich zwei Könige gab oder mindestens zwei Bewerber in derselben Stadt. Stuttgarter Oper immer an Dreikönig, da macht sich die FDP Mut und ihren Spitzenkandidaten. Drei Männer sollen es im März in die Landtage schaffen, in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Nirgends verstehen Liberale Merkels Flüchtlingspolitik. Frau Merkel hat durch einseitige und in Europa und in Deutschland nicht abgestimmte Entscheidungen unseren Kontinent ins Chaos gestürzt. Christian Lindner fordert ein Einwanderungsgesetz und ein Update für Merkel-Deutschland. Mehr digitale Zukunft, mehr Eigenverantwortung, weniger Bürokratie. Die Freien Demokraten scheinen wieder selbstbewusster nach ihren Niederlagen. Irgendwo hat man so das Gefühl, hier in Baden-Württemberg, dass die Menschen doch sagen, ha, man braucht sie doch. Nicht die FDP, das kommt natürlich auch sehr stark aus den Wirtschaftskreisen, die ja mit der Großen Koalition nicht einverstanden sind. Freiheit ist hier weiter Markenkern, das heißt auch Abgrenzen von der AfD mit Macht. Wir suchen die Auseinandersetzung mit der AfD, weil wir nicht wollen, dass so eine völkische, intolerante, radikale Partei in unserem Land eine Bedeutung hat. Aber wir stehen nicht im Wettbewerb mit der AfD, weil wir in der Sache das genaue Gegenteil sind. Ach ja, wie immer kamen drei Könige mit Segenswünschen vorbei. Und diesen besonderen Tag machte heute auch die AfD zu ihrem. Gleich um die Ecke trifft sich die Partei. Die Fenster des Saales hatten Gegner schon vorher eingeschmissen. Drinnen sind sie siegessicher, jetzt vor den Landtagswahlen. Von der Flüchtlingskrise profitiert die AfD. Merkels Asylpolitik, für sie ein einziger Irrtum. Frau Merkel halte ich für in dieser Frage kaum noch zurechnungsfähig, weil das eine absurde Politik ist, profitieren wir. Dafür können wir nichts. Die Überfälle in Köln in der Silvesternacht durch Ausländer für AfDler wie eine Bestätigung ihrer Ablehnung, auch wenn noch unklar ist, aus welchen Milieus die Täter kamen. Wir haben jetzt in Köln gesehen, was diese ungesteuerte Zuwanderungspolitik, die uns als Asylpolitik verkauft wird, mittlerweile führt. Also überall da, wo die Altparteien keine Lösung mehr anbieten, hat die AfD Antworten. Europas Außengrenzen schützen, genau das fordert übrigens auch die FDP. Mit der Angst beschäftigen sie sich in der Politik jetzt alle irgendwie. Die Stimmung ist hier einerseits Angst, dass wir in so ein, ich sag mal, chaotisches System geraten, wo Recht und Gesetz in unserem Land nicht mehr gelten. Zum anderen auch sehr persönliche Ängste. Einschüchterungsfront gleich am Eingang zum AfD-Treffen. Gegner blockieren die Türen. Flüchtlingspolitik spaltet. Die Nachrichten von Kaiserwer Richter beginnen mit Baden-Württembergs Schlüsselindustrie, die sich ja weltweit grundlegend wandelt. Ja, das Stichwort sind Elektroautos. Die Zeiten, in denen die langsame Schuhkartons waren, sind längst vorbei. Inzwischen gibt es E-Modelle mit allem drum und dran. Und so ist es keine Automobil-, sondern eine Technikmesse, auf der die Autobauer Pflöcke einrammen wollen oder müssen. Nämlich auf der CES, die heute in den USA begonnen hat. Valerie Haller in Frankfurt. Vor allem für VW ist das wahrscheinlich die Gelegenheit, dem Abgasskandal mal etwas entgegenzusetzen, oder? Ja, das stimmt, vor allem aber auch die Gelegenheit, bei den amerikanischen Behörden schön Wetter zu machen. Denn erstmals sind jetzt VW-Vorstandsmitglieder in den USA, um sich zu entschuldigen. Ja, und klar, Volkswagen will auf der Messe auch zeigen, dass der Konzern mehr zu bieten hat als manipulierte Dieselmotoren. Noch ist der Buddy nur ein Prototyp. Der Elektro-Nachfolger des Bulli soll 2020 auf die Straße kommen. Vollgepackt mit Hightech kann man per App etwa sehen, wer zu Hause an der Tür klingelt. Zukunftsmusik. Die Vergangenheit kann VW jedoch nicht ausblenden.
Volkswagen hat natürlich einen Riesenfehler begangen mit diesem Thema. Aber dieser Druck, den wir momentan erfahren, der führt natürlich auch zu einer hohen Veränderungsbereitschaft und auch einem gemeinsamen Verständnis, dass wir was ändern müssen. Aus dem Fehler eine Tugend machen, das ist PR in Reinform. Tatsächlich kann VW positive Presse besonders in den USA gut gebrauchen, wo das Geschäft im Zuge des Skandals eingebrochen ist. Ein Erfolg bei den alternativen Antrieben also könnte VW dabei helfen, den Abgasskandal hinter sich zu lassen. Der DAX, auch heute schwach auf der Brust, schließt im Minus mit fast 1%. Sorgen über Chinas Konjunktur schlägt den Anlegern hier aufs Gemüt. Danke, Valerie. Na, wenigstens beim Wintersport ist die Stimmung besser. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter zeitgenössischer Musik. Nun ist der Franzose Pierre Boulez gestorben im Alter von 90 Jahren. Berühmt wurde Boulez unter anderem mit der Weiterentwicklung der Zwölftonmusik und modernen Kompositionen. Seine Arbeit als Dirigent führte ihn von Baden-Baden über London bis nach New York. Pierre Boulez erhielt in seinem Leben zahlreiche internationale Auszeichnungen.